Im Abwasser von New York City wurde das Poliovirus gefunden. Die Gesundheitsbehörden der Stadt forderten die Einwohner auf, sich impfen zu lassen, falls sie nicht bereits geimpft sind. Polio ist eine hochansteckende Viruserkrankung, die vor allem Kinder betrifft. Sie kann zu einer dauerhaften Lähmung der Gliedmaßen und in manchen Fällen sogar zum Tod führen. Rund 86% der Kinder in New York City im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren seien ausreichend geimpft, so die Gesundheitsbehörden. 14% seien nicht vollständig geschützt. Die Krankheit wurde weltweit praktisch ausgerottet. Im Juni hatten die britischen Behörden jedoch bekannt gegeben, dass sie in einer Kläranlage nordöstlich von London Spuren einer Form von Polio entdeckt hatten. Daraufhin war die Impfung der Kinder dort verstärkt worden.